Da seid mal gegrüßt. Seid mal gegrüßt. Heute wieder in der Küche von Micha. Ja. Alle machen Heuhuhn und wir machen Kartoffelhuhn. Genau. Was wir dazu brauchen, logisch, wir brauchen ein Huhn oder Brathähnchen oder Bräuler und Kartoffeln. Und schon wird es Kartoffelhuhn. Aber ich zeige euch genau, was wir heute nehmen und ich habe mir alles genau aufgeschrieben. Der Tisch ist relativ gut gefüllt. Ne? Wir haben da Kartoffeln 1 Kilo, eine rote Paprikasche heute, 300 Gramm Zwiebeln, 5 Knoblauchzehen, 700 Gramm Möhren, 4 Gramm Champignons. Ein Huhn oder Bräuler, da brauchen wir noch habe ich hier noch eine Currysoße. Ein bisschen Feuchtigkeit brauchen wir ja. Und dann habe ich hier gefunden meine schicke Gewürzzubereitung. Also damit wird es mal das Hühnchen. Salz, Pfeffer, Chiliflocken, altbewährt, Sonnenblumenöl. Und als Nachtisch machen wir uns hier eine Quarkspeise. Ja? Hier steht zwar Speisequark drauf, wir machen eine Quarkspeise, ganz einfach. Quark und Marmelade zusammengerührt. Alles fertig und Dutch Oven brauchen wir dazu. Ja, und dann können wir anfangen hier mit Bestücken. Fangen an mit den Kartoffeln, logisch. Da haben wir jetzt einen Teller voll. Die schneiden wir einfach nur in zwei Hälften, ne? Also halbieren auf Deutsch. Sind schon abgewaschen. Und achtet drauf, dürfen keine Keime dran sein. Und die Schale sollte auch nicht grün sein. Ansonsten müsst ihr sie schälen. Die verteilen wir hier im Topf. Dann machen wir die Möhren. Die schneiden wir auch bloß. Schön grob. Und die kommen hinterher. Die Zwiebeln. Vierteln. Schneiden wir würzen. Pfeffer. Salz. Chiliflocken. Nicht so viel, ja. Manche mögen das nicht so scharf. Die Pilze, ja. Machen wir auch ein bisschen grober. Knoblauch. Einfach nur dazwischen hier. Die Bottinger. Ja, jetzt haben wir unsere Soße. Wenn ich alles raus will, einfach ein bisschen Wasser drin, ne? Und dann kommt hier alles hinterher. Paprika. Grob. Noch verteilen. Öl, damit es nicht gleich anbrutzelt da unten. Ein bisschen. Da haben wir schon alles drin, ne? Dann haben wir hier unser Huhn, genau, unsere Gewürzmischung. Und die Packung eignet sich auch sehr gut dafür, ja? Wo das Huhn drin war. Und dann gibt man einfach das Gewürz drauf und massieren so ein bisschen ein mit einer Hand. Der andere gibt man weiter. Es war kein TK-Huhn, es war ein frisches Hähnchen, Bräuler. Ja, schön trabiert schon. So, ein bisschen was hin hier. So, das war's schön. Ja, dann setzen wir uns. Erstmal haben wir hier den Rest aus der Schale, die Gewürze, die können wir ja auch mit reingeben, ja, müssen wir nicht wegschmeißen. Und dann trapieren wir ja unseren Vogel oben drauf. Ja, machen noch die Verrenkung weg hier, die sie hingemacht haben. Ja, und das sieht doch nicht schlecht aus, wa? Wie so ein Rennfahrer. Das war jetzt ja kein Ding, habt ihr gesehen. Alles rein, Vogel oben drauf. Und jetzt raus zum Grill.
Ach, wir machen noch unsere Quarkspeise, damit die ein bisschen durchziehen kann. Zwei Löffel wären nicht schlecht. Weil mit dem Quarklöffel sollte er eigentlich nicht in die Marmelade rein. Sonst hält es nicht so lange. So, machen wir da mal ein bisschen Quark rein. So wie er denkt. Zwei, drei Löffel, was er schafft. Eine gute Portion, gute Männerportion. Ein Schluck Milch. Dann rühren wir das mal ein bisschen um. Dann die Marmelade. Ich habe hier irgendwas mit Aprikose und ganzen Früchten. Ja, machen wir es dran hier. Je nach Süßigkeit. Nee. Je nach Intensität. Ja. Ja, das reicht. Einen großen Löffel mal abkratzen hier. Hält ja keiner aus hier. Dann rührt ihr euch die Marmelade hier runter. Ja, dass ihr noch ein bisschen was seht, dass Marmelade dran ist. Und das ist jetzt nichts anderes, also schon fertig zu kaufen kriegt. Für teures Geld im Plastikbecher. Und ein Quarkspeise oben drauf, Marmelade. Und dann rührt er selber durch und die lachen sie alle tot über, dass euch wieder das Geld aus der Tasche gezogen haben. Ich verkoste schon mal. Schmeckt natürlich geil, wa? Aber das kommt jetzt in den Kühlschrank. Und wir müssen unseren Vogel mal in die Hölle schicken, wa? Aber hier ist unser Fännchen mit unserem Vogel. Jetzt machen wir noch einen Deckel drauf. Und dann warten wir mal eine Stunde, was passiert. Der Vogel ist eingesperrt, kann nicht mehr weg. Feuer ist genug, habt ihr gesehen. Ich habe noch ein paar Kohlen hinterher geschmissen, weil es da ein bisschen wenig waren. Die brennen auch noch an, weil Zucker ist genug drin in dem Kugelgrill. Ja, jetzt warten wir eine Stunde, wie gesagt. Räume ein bisschen die Küche auf. Und dann schaue ich mal, was sich da so tut. Und ich denke mal, 2 Stunden brauchen wir insgesamt, dass es dann fertig ist. Ne? Wenn jetzt die Kartoffeln drohen anzubrennen drinnen in den Touch-Ofen, dann mache ich einfach ein bisschen Wasser rein, damit die ein bisschen Feuchtigkeit haben. Aber ich denke mal, durch die Paprika und die Champignons haben wir schon ein bisschen Feuchtigkeit drin. Und die Soße, ja, und das und von dem Vogel, da geht ja auch ein bisschen Fett runter. Und das passt schon. Ne? Also, wir sehen uns nachher, wenn es fertig ist. Jo. Ja, jetzt haben wir ja 3 Stunden geschafft, ne? Ich habe mal ein bisschen Wasser nachgefüllt und baba, natürlich. Ich glaube, nach 3 Stunden ist das gar und da brauchen wir ja auch nicht, jawohl, ja auch nicht weiter überlegen und wir schaffen es einfach mal rein, damit wir was futtern können. Nach 3 Stunden, lecker. Das Hühnchen hat schön Farbe bekommen, ne? Und da klauben wir mal so eine Ecke ab hier. Also ihr seht, wie ich schon sagte, wenn es abgeht vom Körper, dann ist es gar. Und hier, es geht ab. Lecker. So, noch ein bisschen was von dem Gemisch hier, sag ich mal. Einwandfrei. Junge, Junge, das wird aber ein lecker Schmecker. Guckt euch diesen schönen Eimer voll Essen an. Und hier mein kleines Tellerchen und meinen wunderbaren Quarkspeise. Aber jetzt muss ich kosten. Und nach 3 Stunden denke ich mal, ist alles ordentlich durch und es schmeckt auch fantastisch.
Ich habe jetzt hier Kartoffeln. Merkst du was? Curry. Currysoße passt richtig gut. Der Pilz ist immer noch da. Ich denke mal, ich dachte eigentlich, der ist dann komplett weg, ne? Nach 3 Stunden, aber ne. Der ist richtig cool da. Und da du noch bist. Ne? So. Ja. Geile. Also ist durch, ne? Und hier, das Ding ist ein bisschen wie hart, aber schmeckt. Voilà. Mmh, geil. Kann ich vergleichen, was mit so Broiler am Spieß, was am Drehspieß. Logisch, aber richtig geil. War gar nicht so schwer, ne? Nach einer Stunde habe ich ein bisschen Wasser reingekippt, damit nicht anbrennt, und dann ist es vor sich hingequackert. Und ey, wirklich, ihr seht ja, ist immer noch Soße mit Fett drin und oh, lecker. Einwandfrei, ehrlich, das schmeckt richtig Hammer. Wenn ihr dann euren Teller verdrückt habt, ne? Dann habt ihr hier so einen Nachtisch, ja, Quarkspeise. Oh. Quark mit Milch und Aprikosenmarmelade und als Eyecatcher, ne? Oh, boah, Waffeln. Junge. Gut, meine Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ne? So ein kleines leckeres Gericht. Für viele Leute könnt ihr ja beliebig erweitern, ne? Als kein Ding. Und ja, denkt an meine Facebook-Gruppe, wa? Die Grillmaster. Da könnt ihr auch gerne reinschauen, euch anmelden und eure Rezepte posten, eure Bilder von euren gekochten, gemachten, keine Ahnung, wa? Alles klar. Für heute soll es genug sein und wir sehen uns beim nächsten Video, euer Micha. Bye, bye. Jetzt ab hier, Mensch.